Zu Faschingsdienstag möchte ich zeigen, dass ich grundsätzlich ein gemütlicher Mensch bin oder war und dass ich Scherze, wenn sie angemessen sind und begrenzt in der Zeit, selbst wenn sie zynisch gehalten sind, auch ertragen kann. Verstehst? Aber manchmal, wenn das über Jahrzehnte ohne eine einzige Ausnahme vielen Menschen das Leben kostet, also wo jede Stadt Jahrzehntausende bis 30.000 Kinder verliert über Jahrzehnte gesehen und 2.500 Mark Stadtgemeinden das gleiche irgendwie Treiben stattgefunden hat, wenn man dann sehr lange eingebunden war, als Informatiker, als Rechtsinformatiker oder sonst irgendwie im Dienste der Psychiatrie, auch der Genozidforschung, der Selbstmordforschung, der Kriegsverbrecherforschung, Ethnozidforschung, Völker, also Autozid, Genozid und was es da alle in dieser Komponentenagglomeration gibt, dann sagt man, wenn das nur an einem Tag zum Beispiel als Jubia-Gedanke einmal im 50 Jahre so eine Revolte ausbreche oder Übergriffe oder zu Fasching, üble Scherze, dann wäre es gleichgültig, verstehst? Aber wenn das immer weiter gezürnt wird, verstehst? Wenn die Übermütigkeit im hohen Alter zu schweren Verbrechen neigend nicht mehr besser ist. Verstehst, wenn diese schon selbst Pankreaskrebs haben, 5 Jahrzehnte die anderen in den Palast die Kinder vertilgt haben und im hohen Alter selbst schwer krank noch für ihre Urenkelkinder, dass damit Milliarden unterschlagen werden können, sich wie Kampfratten einsetzen. Ich habe gerade gesprochen, Trinity of Keys vor Freude strahlen wie der Majestät Gottes Abglanz oder so. Und ab Aschermittwoch, Endgame, Fasching und Kerkermeister Scherze vorüber. Und daraufhin, verstehst, wollte ich noch einen Musiker besuchen. Und was geschieht? Auf Den diesem Heinrich Weg. Spöll, Haus ohne Hüter, Also möchte ich Arbeit. noch einmal auf diese Clandestino-Treiberei, Glöckner-Macherei eingehen, auf die Patientenmacherei und auf das Kinderverdienen en masse millionenmäßig im deutschen Sprachraum. Ja, gut gefallen, habe ich übersetzt. Da habe ich einmal in meinen Jahren, seit mal mit 30 Jahren, Erich Böll, Heinrich Böll, zum Teil eine Teilübersetzung gemacht, oh, Haus ohne Hüter. Es wäre empfehlenswert. Es wäre empfehlenswert. Diese Dame spricht mich jeden Tag an. Gott sei Dank sind ihre Familienmitglieder vertilgt worden, zusammengeschäppt und was weiß ich. Ich kehre eingeliefert in die Psychiatrie. Dann ein anderer Mann sagt, Gott sei Dank hatten sie keinen einzigen Geschlechtsakt, jetzt sind sie könnten eh nicht mehr ficken und Gott sei Dank seid sie ausgerottet worden. Und ich sag's mal so öffentlich im Gesicht, sie ruft jetzt die Polizei und die Psychiatrie und ich kehre eingesperrt. Jedes Mal, wenn sie vorübergeht. Und so viele Menschen haben sich so angeschlossen wie sie. Wert. Die Stadtpolizei sollten Sie anrufen. So, dann geht es immer so weiter. Jetzt zeige ich das noch einmal. Ich spreche von Heinrich Böll und Übersetzungstätigkeit von Nobelpreis oder großen Literaturpreisen. Und das Gespräch geht dann noch 5 Minuten weiter, 2 Minuten 10 weiter. Die bedroht mich all. Sie will mich niederspritzen, sie will mich mit Psychiatrie einsperren. Gott Dank werden wir vernichtet und was weiß ich. Gibt keine Ruhe. Und eine andere Dame, die mit der Amtsärztin zur Schule gegangen ist, eine Freundin, sagt, sie selber sei, deren Tochter Mord gemacht hat, Heroinhandel im großen Stil verurteilt ist, zu so sehr vielen Strafen,
Also Zuchthaus jahrzehntelang oder so ähnlich und dann so vielen menschenverachtenden schweren Verbrechen, die hat mich auch immer so bedroht, verstehst? Gott sei Dank und hoffentlich wirst du vergast und deine Mama und was für sich alles und neben allen Passanten. Ich habe die Filme zum Teil noch auf Server. Die Stadtpolizei wird da nicht reichen, verstehst du?